Hallo und herzlich willkommen zu diesem YouTube-Video. Heute zeige ich dir einen Run in Orgrimmar, in einer Vision von Orgrimmar ohne Masken, wie du da ganz einfach durchkommen kannst, ohne dass du da Schwierigkeiten mit haben wirst. Ich erkläre dir die Bosse, ich sage dir, wo du lang gehen kannst und auch musst, was du alles so dort finden kannst. Und das Ganze geht nach einem kurzen Intro los, also bleib dran. So, da sind wir auch schon wieder und der Run von Orgrimmar ist ein bisschen leichter als der in Sturmwind. Ich mache den heute mal als Katze und ohne Masken, wie gesagt. Ich habe mich selber ein bisschen gebufft mit einem grässlichen Gulasch. Das ist auch immer zu empfehlen. Das habt ihr immer eine schöne Gesundheitsregeneration im Hintergrund und das soll es auch sein. Plus eine Rune, das passt auch, das nehmen wir an. Und je mehr oder je höher euer Umhang ist, desto leichter wird das Ganze natürlich. Es ist wie in Sturmwind auch. Es gibt vier Flügel. Man kann zentral startet zentral im Bossraum, im Bossflügel hier an dieser Stelle. Und ja, aber da wollen wir natürlich erst später hingehen. Wir suchen uns jetzt erstmal ein bisschen Streit. Wir können auch die wichtigsten Gegner erstmal niedermähen. Das ist jetzt hier zum Beispiel der Schamane. Denn wenn der als erstes tot ist, perfekt, passt das. Das Totem ist ein bisschen lästig, die nerven die Totems. Und dann rennen wir hier einfach mal locker flockig durch und hauen die Gegner weg. Gabe der Titan hat auch geprockt. Wenn ihr jetzt hier unterwegs seid, geht auf jeden Fall gleich direkt nach links. Die haben geaddet, dann machen wir die jetzt mal eben schnell weg. Denn dort seht ihr wieder jemanden liegen und die Farbe der Fiole, die ihr gleich sehen werdet, das ist die böse Fiole. Also diese Fiole sollte man nicht trinken. Ebenfalls wie ein Sturmwind. Schwarz ist es in dem Fall. Hier ist auch noch ein Zettel. Also man könnte sich auch den Zettel durchlesen. Aber wenn ihr seht, alles klar, schwarze Fiole, böse, dann weiß man eigentlich, dass man da weiter durchgehen kann. Da muss man ein bisschen die Augen aufhalten, wo quasi was rumliegt, was man eben halt mit einsammeln kann. Und hupala, jetzt bin ich betäubt. Die Schamanen hier in dem Viertel als erstes kaputt machen, dann habt ihr da weniger Probleme. Und nach Möglichkeit, je nachdem, dieses Mal ist es Wahnsinn, Machtversprechen, solltet ihr euch in die Fläche reinstellen, damit ihr dort mehr Schaden macht. Dann macht ihr 25% mehr Schaden und das geht natürlich wesentlich besser, als wenn ihr 10% weniger Schaden macht, weil die kriegt ihr, wenn ihr nicht in der Fläche drin steht. Also ihr verursacht dann automatisch weniger Schaden. Ich gehe als erstes hier rüber in das Tal der Geister. Hier an dieser Stelle empfiehlt es sich, die Gegner erstmal wegzumachen, ohne den nächsten Gegner zu holen, weil die laufen erst weiter hier, wenn ihr quasi die Gegner dort alle besiegt habt. So, dann geht man hier zum Dezimierer und knüppelt den mal eben schnell um. Den bürsten wir ein bisschen. Ihr seht schon, also wenn das da einmal richtig reinhaut, dann ist er auch direkt weg. Die Azerit-Talente und die Essenzplätze, die solltet ihr entsprechend eurer Klasse befüllen. Das ist immer unterschiedlich. Aber wie ihr seht, also es geht relativ schnell. Die Gegner sind natürlich jetzt nur standardmäßig stark. Je mehr Masken ihr habt, pro Maske 25% sind die Gegner da stärker. Hier haben wir dunkler Wahn jetzt an der Stelle. Und dann hauen wir die mal eben um. Schnell mal wegmachen da. Schon wieder betäubt. Also ihr seht, hier wird man gerne mal betäubt. Die Totems muss man hier zerstören. Man kann natürlich auch mehr als eine Gruppe mitnehmen. Das geht auch. Da müsst ihr euch ein bisschen eure eigene Geschwindigkeit anpassen. Es gibt da später genügend Möglichkeiten mit dem Proc der Gabe der Titanen mehr als einen Gegner zu polen, logischerweise, oder eine Gegnergruppe. Hier gibt es, wie auch in Sturmwind, in jedem Viertel quasi zwei Kisten, die man einsammeln kann, damit ihr mehr Andenken bekommt. Solltet ihr auch nach Möglichkeit mitnehmen. Jetzt müssen wir mal ein bisschen hier Streit machen. Wieder betäubt. Genau, das ist halt der Wahnsinn. Wenn die Wahnvorstellungen mich berühren, dann werde ich halt betäubt. So, die schwarze Fiole war böse. Also es gibt auch eine Weak-Aura, die euch das dann erklärt ein bisschen. Und nehmen wir die. Ja, den nehmen wir gleich mal eben schnell mit. Haben wir den einen schon mal kaputt hier. Dann machen wir den nächsten gleich kaputt. So. Ich müsste mal
Oh, direkt einen weggehauen da. Ich gucke immer mal parallel nebenbei ein bisschen, wo hier so Fiolen rumliegen. Gut, den haben wir auch. Schwupp, das nehmen wir auch weg. Da ist eine blaue Fiole wieder und eine Kiste, die wir eingesammelt haben. Auch hier gibt es wieder Postkästen, also falls ihr das Mount haben möchtet, da ist noch eine Fiole. Die sammeln wir natürlich auch ein. Diese Fiolen geben Buffs, also wenn das gute Fiolen sind, geben die Buffs. Wenn ihr die erstmalig einsammelt, dann gibt es einmal einen 5-Minuten-Buff, der auch negative Effekte hat, wenn er ausläuft. Damit ihr das ein zweites Mal einkriegt, der 15 Minuten drauf zu. Dann machen wir eben schnell den einen Gegner hier. Zack. Mal schön ran da. Genau, jetzt muss ich zur Kugel laufen. Ihr dürft euch nicht von den Wellen hier berühren lassen. Wenn das passiert, dann werdet ihr gestunt. Das ist jetzt hier bei einem Zero Mask Run nicht so kritisch. Wenn man allerdings mit 5 Masken das Ganze macht, dann wird es richtig, richtig haarig. Einfach dem ausweichen, wie ihr gerade sehen konntet, und dann wieder zu eurem Geist zurücklaufen. Wir machen natürlich den Briefkasten hier jetzt eben schnell einmal. Zack, da ist aber nur so ein Postlernkügelchen drin, das ist jetzt nicht weiter schön. Also ich hätte gerne natürlich das Mount. Ihr seht das, das ist dann so ein großes, relativ dickes Teil. So ein langer Wurm ist das. So, hier liegen auch gerne mal, da ist noch eine Fiole, genau, die blaue nehmen wir mit. Ups, jetzt habe ich hier schon 32 Minuten den Trägheitstrank. Bedeutet, alle 5 Sekunden 2% der maximalen Gesundheit werden regeneriert. Und dann gibt es natürlich noch mehr Buffs, wie jetzt hier den scharfen Trank, dass man immer mal automatisch Feuer speit. Also auch ganz, ganz entspannt. Also wenn man dann diesen Flügel geklärt hat, dann kann man hier wieder rauslaufen. Und solltet ihr den Umhang noch relativ low haben, geht ihr natürlich in die Gasse rüber. Allerdings kann ich jetzt in das Tal der Weisheit gehen, ohne Probleme, da ich schon relativ gut ausgestattet bin mit einem 15er Umhang. Und fast ja allen Trades, die man freischalten kann bei Mutter. Genau, irgendwann kriegt ihr so ein Gefühl dafür, wo diese Fiolen rumliegen. Hier lag jetzt keine. So, achso, ich muss mich einmal verwandeln in meine Katze. Und dann müssen wir da mal ein bisschen reinknüppeln. Bei diesem Trade jetzt hier gerade bleierner Fuß, den wir gekriegt haben. Je mehr wir uns bewegen, desto langsamer werden wir. Da ist eine schwarze, die ist bösartig. Hier ist wieder eine Kiste. Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder läuft man geradeaus oder man läuft quasi nach links weg. Wenn ihr wenig geistige Gesundheit habt und den Boss töten möchtet, dann kriegt ihr ja 200 geistige Gesundheit wieder. Deswegen gehe ich jetzt nicht nach links, weil ich habe noch 1000 hummelig. Ja, wobei, wenn es so 150 ist, der Kampf dauert ja auch ein paar Sekunden. Dann kann man auch gleich direkt hier links gehen und den eben schnell umhauen. Auch das ist relativ entspannt gemacht. So, oh, ja, das habe ich auch noch geaddet. Und dafür ist natürlich jetzt hier der Azerit-Beam äußerst optimal. Da kann man dann nämlich ein bisschen reinhauen bei der ganzen Geschichte. Jetzt muss ich mal ein bisschen schauen, dass ich mir hier mal wieder Fläche mache. Wie ihr seht, sind die auch schon weg. Und das geht eigentlich. Wenn man relativ gut ausgestattet ist, dann wird es natürlich sehr einfach, weil die Gegner halt nicht viel aushalten. Das sieht bei 5 Masken dann aber wieder komplett anders aus. Eine rote Fiole, gucken wir mal. Ups, ne, die rote war es nicht. Es gibt nämlich eine Fiole, die gibt euch 100 geistige Gesundheit wieder, wenn ihr die einsammelt. Je früher ihr rausfindet, welche das ist, desto eher könnt ihr auch nach dieser Fiole gucken. Wie immer, Briefkasten nehmen wir auch mit. Easy. Und dann hauen wir da mal rein hier. So, jetzt muss ich aber einmal gucken, ob ich das ein bisschen ändere. Ich glaube so. Genau. Da ist noch eine Fiole. Das ist aber eine schwarze, die wollen wir nicht einsammeln. Wenn ihr aus dem Kampf raus seid, dann könnt ihr so viel rumlaufen, wie ihr möchtet hier. Ich habe auch Gabe der Titan. Oh, müssen wir ein bisschen beeilen hier. Dass wir die nochmal eben schnell mitgemacht bekommen. Die Gabe der Titan, da gibt es eine Weak-Aura für. Ich selber benutze hier an der Stelle eher Deadly Boss Mods. Das taucht dann zwar auf, aber man muss ungefähr grob abschätzen, wie lange die noch hält. Denn die Gabe der Titanen hat, wie auch im Schurmwind-Video schon erklärt, 3 Phasen. Einmal die Aktivierungsphase, dann läuft sie 20 Sekunden lang und dann hat sie 1 Minute Cooldown. Also diese 3 Phasen. Und wenn die
wenn der Cooldown läuft, wisst ihr, alles klar, jetzt kann ich keinen großen Pull machen, weil die Gabe der Titanen plus Azeritstrahl und eure stärkste Flächenattacke oder Schmuckstück, wie auch immer, das haut natürlich ordentlich rein. Ja. Also dann kann man auch mal zwei Gruppen so mitnehmen und bombt die im Grunde genommen weg. Ich benutze den Azeritstrahl jetzt einmal hier. Also, aber wie ihr seht, das ist relativ entspannt zu machen. Dann läuft man hier durch. Hier ist es, die Gedankenschnitzer sind wieder die bösen Gegner. Hubala, ja, jetzt werde ich gefiert. Dominator. Entschuldigung, da habe ich mich versprochen. Ihr seht, ich werde jetzt gestunt durch die Berührung des Abgrunds. Und dann noch der nächste Effekt kommt damit rein. Das ist äußerst suboptimal. Das wollen wir natürlich nicht haben. Wir wollen nach Möglichkeit immer irgendwie gucken, dass wir hier relativ entspannt durchgehen können. Jetzt machen wir nochmal eben schnell den einen hier weg. Oh, das könnte auch eng werden gerade. Genau, dann können wir den unterbrechen. Aber da hier sind zwei. Und der eine hat mich jetzt natürlich gestunt. Es gibt also alles, was ihr an Kicks habt, solltet ihr mit auf eure Klassenleiste drauflegen. Also das werdet ihr häufiger brauchen, als ihr denkt. Denn bei den Maskenruns ist jede durchgeführte Fähigkeit der Gegner, ja, ist natürlich suboptimal. Ja, weil ihr wollt euch nicht erwischen lassen und ihr kriegt dauernd Schaden. Ihr kriegt auch mehr Schaden an der Stelle, wenn ihr das, wenn ihr alle Masken habt, denn dann wird der Schaden erhöht durch eine Maske. Also da, solche Runs bieten sich hier als Trockenlauf an. Ich laufe jetzt hier auch zum Beispiel das erste Mal als Katze durch, deswegen bin ich hier noch so ein bisschen am Rumwursteln, auch mit meinen Leisten. Aber prinzipiell ist es eigentlich fast alles schaffbar mit jeder Klasse in irgendeiner Art und Weise. So, jetzt haben wir den wieder, dann können wir den Azeritstrahl benutzen. Ihr seht schon, der Azeritstrahl, der ist halt einfach relativ stark in diesen Visionen, ja. Also ihr müsst schon wirklich einen herben DPS-Verlust haben, wenn ihr den jetzt zum Beispiel nicht verwenden wollt. So, jetzt gehen wir mal eben dahin, hauen den mal eben um. Bei diesem Gegner hier, die blutigen Rückstände, man muss ein bisschen in Bewegung bleiben, man darf sich nicht zu viel bewegen, wie ihr seht, das tut sehr doll weh. Hier kein Problem, später wird es ein richtiges Problem. Ihr seht auch, also niemals in dem Blut hier stehen, den einmal umhauen, easy. Da hinten ist eine grüne Fiole, das müsste dann ja eigentlich die plus 100 Gesundheit sein. Ja, genau, also grün ist super gut, schwarz ist böse, ganz einfach gemerkt. Es gibt auch Add-ons dafür, die euch das dann anzeigen, die sagen euch genau, das ist die böse, das ist die gute Fiole. Ich glaube, die meisten werden sich das dann auch so merken können. So, bei ihm hier, er macht gleich so einen diesen blauen Ball, da müsst ihr ausweichen, sonst werdet ihr hart gestunt. Und ebenfalls die Flächen, da bietet es sich an, hier an der Stelle immer mal so ein bisschen entgegen oder mit dem Uhrzeigersinn, je nachdem, ein wenig zu tänzeln. Ja? Wenn ihr das macht, dann seht ihr, wer sorgt, der Lichtlose ist auch direkt schon tot. Das war jetzt nicht so schwierig. Gab 200 geistige Gesundheit wieder, bin wieder annähernd voll, passt. Habe ich irgendwo eine Kiste vergessen? Ich bin wahrscheinlich wieder dran vorbeigelaufen. Gibt es auch manchmal? So, nee, ich sehe keine. Dann, es gibt zwei Möglichkeiten. Als Druide entweder mountet ihr oder ihr macht euch hier als Reiseform. Das hängt immer ein bisschen davon ab, wie viel Zeit ihr dadurch verliert. Also ihr seid nicht unendlich bedeutend schneller, wenn ihr mountet. Wenn ihr die Möglichkeit habt, solche Dinge zu benutzen, dann verwendet eure Klassenfähigkeiten, das geht auch. Dann gehen wir hier wieder runter, denn als nächstes kommt jetzt nach diesem Bereich kommt hier die Gasse und dann zum Schluss das Tal der Ehre. Die Gasse selber hat genau denselben Effekt wie das erste Gebiet, was wir gemacht haben. Der war gut. Da, das war nicht schlecht. So, die müssen wir auch eben schnell aber umhauen. Also, alles das Gefährliche in diesen Visionen sind tatsächlich immer Caster. Caster-Gegner sind halt, die müssen unterbrochen werden, sonst kann es eng werden für euch. Wie gesagt, auch in jedem Gebiet gibt es einen Postkasten. Den nimmt man auch immer dankend mit, den Postkasten. So, Gabe der Titan, da können wir gleich direkt zu ihm gehen hier. Und wie ihr seht, der hat jetzt auch nicht mehr lange zu lachen hier, das ist dann direkt vorbei. Fast, wenn ich da jetzt noch rankomme. Jupp. Und dann müssen wir hier Garona ansprechen. Wenn wir Garona ansprechen, hätten wir jetzt hier die Gelegenheit, noch mal kurz einmal K-Bab zu essen, 100 geistige Gesundheit wiederzukriegen, entspannt.
Perfekt. Portal ist auch da. Hier kann man sich einen Buff abholen. Es gibt in jedem Gebiet einen Gegner. Wenn man den besiegt, dann kriegt man einen Buff. Und jetzt, wenn wir den Warpweber da eben schnell umhauen, dann kriegen wir, ich glaube, 10% Crit müssen es gewesen sein. Singuläre Säuberungskunde, das ist was anderes. Experimentelle Destabilisierung. Bin ich gerade? Da, eine Stunde. Kritische Trefferchance um 10% erhöht. Also wenn ihr diese Hilfe braucht, nehmt es ruhig mit. Es lohnt sich definitiv. Es gibt das ein oder andere Azerit-Trade, sag ich schon, der ein oder andere negative Effekt hier in diesem. Da haben wir wieder eine Berührung des Abgrundes. Da hat er geschlafen, der Weser. Also ihr seht, die auch, Dominatoren, sind halt die, die ätzend und gefährlich sind. Manchmal hat man die Chance, die direkt umzuknüppeln. Das geht auch ganz gut. Würde ich auch immer als erstes fokussen, egal wo. Es sei denn, man schläft oder pennt oder wie auch immer. So. Und das war auch gut. Das hat Autsch gemacht. So, die haben wir auch weg. Hier an der Stelle kommt Snang raus. Snang ist ein Gegner, den man unbedingt umhauen muss. Sonst läuft Garona nicht weiter. Bietet sich an, entweder mit der Gruppe, falls ihr die Möglichkeit habt, die andere Gruppe zu beschäftigen, das zu öffnen, zu machen. Oder aber ihr macht ihn so solo. Der muss auf jeden Fall mit umgehauen werden. Da war eine grüne. Oh, jetzt renne ich weg. Ich liebe es. Gut. Weil mich das Ding da erwischt hat. Den Stun habe ich jetzt verbraselt. Ist aber nicht schlimm. Machen wir sie so weg. Alles, was ihr an Cooldowns etc. habt, das solltet ihr auch tatsächlich wirklich nutzen in der Vision. Denn solche Dinge sind halt... Ja, ist halt praktisch, wenn man das verwendet, ja. Anstatt dass man wartet auf den richtigen Moment und dann kommt dieser richtige Moment nie, das ist dann immer ein bisschen blöd. Dann muss man nur noch die restlichen Teile hier öffnen und dann kommt man eigentlich im Grunde genommen auch schon wieder, da ist noch eine Kiste, wieder zum nächsten Boss. Der hat eine kleine Besonderheit, der ist ziemlich ätzend, aber da gibt es einen Trick, das habe ich auch erst hier just gelernt. Ich habe mich immer drüber geärgert, dass der mich da so hochkickt, wenn sie denn jetzt gleich kommt, die... Meine Liebe, jetzt kann ich ihn auch schon angreifen. Man kann sich hier an diesen Baumstumpf stellen, dann ist man relativ safe. Das funktioniert wunderbar. Man muss das Schild hier runterhauen bei ihm, der kriegt da so ein Schild. Und ja, dann hebt er eigentlich einmal hoch. Aber mit Masken macht er das auf jeden Fall. Da wird man hochkatapultiert, nach hinten geworfen und das ist ätzend. Das könnt ihr verhindern, indem ihr euch hier an den Baum stellt. Also das ist dann... Also violette Flüssigkeit, das ist dann sehr, sehr easy zu handeln. Dann lässt sich der auch wirklich fein runterspielen und macht nicht so viel Ärger. So, hier jetzt geht's dann wieder ins nächste Gebiet rein. Da muss man hier oben hochlaufen, auch ganz entspannt einmal die Tür wieder öffnen. Ist genau von der Stärke her dasselbe Gebiet wie da drüben, nur man hat halt natürlich andere Gegner und so weiter. Und direkt am Anfang werdet ihr mit einem... Elite-Gegner konfrontiert, das ist Misha. Misha selber bringt euch halt den Vorteil, dass sie euch hier relativ einfach zu besiegen ist. Also man sieht schon, wo man rauslaufen muss. Das wird auch quasi, ja genau, unerträgliches Brüllen, das ist das. Aber weglaufen, kippt um. Und jetzt kommen da ein paar kleine Gegner raus. Die kleinen Gegner sind das, was hier so ätzend und gefährlich ist. Denn die kleinen Gegner... Wenn die explodieren, dann machen die extrem viel Schaden. Hier jetzt noch nicht so ultra kritisch. Aber mit Masken ist dann nachher wirklich sehr, 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 sehr schwierig auch. So. Die großen sind eher lästig, als dass sie gefährlich sind. Aber auch bei den großen muss man natürlich aufpassen, dass man unterbricht, sobald es geht. Also wenn man es kann, dann unterbrechen auf jeden Fall. Und erst die kleinen wegmachen. Die Frage ist auch immer, wie viel Flächenschaden man macht. So, jetzt machen wir einmal den großen. Genau, das ist dieser toxische Blitz, der muss auf jeden Fall unterbrochen werden. Wenn die kleinen weg sind, ist man da ein bisschen entspannter hier zugange. Man macht allerdings natürlich auch ein bisschen Cleave-Schaden, so nenne ich das jetzt mal. Und kann dann die großen parallel dazu mit umhauen. Ja? Aber das wirklich fiese sind hier die kleinen. Und wenn wir uns sowieso nur kaum bewegen können, weil wir halt uns nicht viel bewegen dürfen im Kampf, weil wir dann immer langsamer werden. Das ist dann natürlich kritisch. An der Stelle nehme ich gerne immer diese Gegner hier zuerst raus, damit man später gleich Platz hat hier. Jetzt sind wir sogar einmal gestunt. Wenn man hier nämlich Platz hat, dann ist das alles noch
noch einfacher. Jetzt haben wir die Gabe der Titan, das passt. Und können dann auch gleich den nächsten Gegner hier wegbursten. Wenn ihr sowas machen könnt, natürlich primär den großen Fokussen, aber in der Regel erst die kleinen weg und dann hat man hier wieder Platz, Entspannung und das ist gut. Der Geistjäger, der Akir, ist wieder der Elite-Gegner. Den haut man dann um, der macht erstmal so einen Mega-Strahl. Das ist natürlich in dem einen Moment, denkt man, oh Gott, das wird mich jetzt umhauen, tut es aber nicht. Das ist gar nicht so kritisch, eher das Ausweichen auf den Flächen. Also ihr müsst halt wirklich hier rauslaufen und schauen, dass ihr dann, oh, jetzt habe ich schon 5 Kombo-Punkte, dass ihr da so ein bisschen nicht drin stehen bleibt. Ja? So, dann haben wir hier eine Fiole, die nehmen wir mit. Bling. Aber ich bin halt voll, dadurch füllt sich bei mir hier nicht mehr so viel auf. Obala, da kam noch einer aus dem Dunkeln. Gut, dann machen wir erst den Briefkasten, bis das Auge wieder weg ist. Briefkasten, oh, ein paar Postkarten drin. Oder leeren Kügelchen, sagen wir es mal so. Die sind auch weg. Und da ist eine schwarze Fiole. Andenken immer mitnehmen, weil wenn ihr noch nicht alle Technologien und so weiter erforscht habt, ist es natürlich schade, wenn ihr da was liegen lasst. Auch hier gibt es wieder Kristalle. Ich habe jetzt gerade keinen gesehen bisher, aber auch hier sind die wieder vorhanden. Ich zeige euch gleich, wo ihr das auch noch abgeben könnt. Wir machen erstmal diesen Gegner. Bei dem Gegner solltet ihr euch so hinstellen, dass ihr nicht zu weit runtergekickt werdet. Also das, was ihr gerade gesehen habt, ist suboptimal. Es gibt da eine Variante. Achso, jetzt kann ich mich nicht so schnell bewegen. Doch, jetzt geht's wieder. Jetzt geht's wieder nicht. Ich muss mich verwandeln in eine Katz. So. Ich hau den eben einmal um. Dann seht ihr gleich, was ich meine. Achso, nur ist zu spät. Gut, den haben wir umgehauen. Was funktioniert ist, wenn ihr euch hier oben hinstellt. Also wenn ihr euch so mit dem Rücken hier positioniert, dann werdet ihr immer hier reingekickt. Also ich kann hier auch nicht weiter rückwärts gehen. Das funktioniert nicht. Immer schön hier in die Ecke rein. Easy. Dann kickt ihr euch da hin und dann passiert euch nicht wirklich viel. So, da haben wir noch eine Fiole. Wenn ich, also ich mache es immer so, wenn ich Fiolen sehe, ich nehme sie mit. Das kostet 2 Sekunden, das ist nicht weiter schlimm. Rexa ist ein bisschen spezieller bei diesem Boss. Kann es sehr ätzend sein, denn die Schweine sind der Knackpunkt hier an der Stelle. Also wenn ihr Rexer angreift, ihr werdet es gleich sehen, müsst ihr ausweichen hier auf den Flächen, nicht in die Fallen reinlaufen, das tut weh. Und jetzt kommen nämlich auch gleich schon die ersten Schweine. Die haben einen Zauber, der heißt Lehrenkiele, der entzieht euch extrem viel geistige Gesundheit. Deswegen erst die Schweine fokussen und wenn ihr die Schweine dann weggeknüppelt habt und Rexer noch lebt, genau, dann kommen auf einmal 2 Schweine so. Aber wenn man die dann eben halt einmal schnell mit weghaut, die Schweine, dann wird es einfacher. So. Ja, ihr seht auch schon, 6 geistige Gesundheit verliere ich. Vorteilhaft ist hier, wenn man tatsächlich eine Gabe der Titanenprock hat. Rexa selber kann nicht viel. Außer, dass noch diese Schwurbelgeister da kommen. Aber da weicht man aus, rennt nicht in die Falle rein, dann wird es einfach. So, wenn man das jetzt hier an der Stelle geschafft hat, dann, da hinten ist noch eine Fiole, ist eine blaue, da kommt auch noch ein Skarabäus raus da, so, whoops. Wenn man das geschafft hat, kann man sich, hupala, bloß nicht in das Schwarze laufen, bin ich eigentlich da, dann kann man das Totem hier benutzen. Wenn man das Totem benutzt, auch ganz einfach, da wird man zurückgeportet, die Zeit bleibt stehen, also ihr verliert in der Zeit keine geistige Gesundheit und kommt direkt zum Eingang wieder. Nun gibt es bei der ersten Zone 2 Philosophien. Entweder klärt man die erste, zweite Gruppe und danach den Boss oder die Bosse. Diese 2, die dort stehen, komme ich dann vorbei? Ja, komme ich vorbei, cool. Die grüne, die trinken wir. Bups, wieder volle geistige Gesundheit. Genau, Gruppe 1 und Gruppe 2, wie am Anfang hier, und danach die Ehrenwache oder mit dem Gabe der Titanenprock die Ehrenwache wegmachen, damit man zum Boss gehen kann. Nun gibt es, dadurch, dass ich jetzt ja so viel Zeit habe, werde ich natürlich hier noch den Rest mit einmal aufräumen und mir damit dazu holen. Ihr könnt diese Gegner hier am Anfang im Grunde genommen eigentlich fast liegen lassen. Ja? Es sei denn, ihr seid scharf auf die Punkte, die ihr da mitnehmen möchtet. Kann man machen, muss man nicht unbedingt. Wo ist jetzt mein Kumpel hier? Hier gibt es nämlich, da hinten müsste er sein. Ja genau, da ist er auch.
Deswegen räumen wir mal hier einmal fix auf. Da ist noch so ein Schamane. Ich habe einmal den frei. Azeritstrahl, ihr seht, ein paar Gruppen, Azeritstrahl, alles weg. Also der ist wirklich sehr, sehr stark. Skaliert auch ein bisschen mit eurer Ausrüstung. Das heißt, ihr haut den, die komplett alle weg. Wenn ihr Kristalle findet in der Vision hier, dann könnt ihr die abgeben bei Diemsen. Also die Kristalle sehen auch exakt so aus. Die sind auch immer an unterschiedlichen Orten, genau wie die Fiolen. Wenn ihr Zahal dann ansprecht, dann sagt euch erstmal, also wenn ihr keine Kristalle habt, sagt ihr euch nicht wirklich viel. Und ihr könnt ihm sagen, ja, wir gucken mal. Wenn ihr welche habt, dann könnt ihr zu ihm hingehen und ihm die abgeben. Aber ihr könnt es nur einmal abgeben. Also wenn ihr 5 habt und ihr findet noch einen 6. habt schon abgegeben, dann könnt ihr den nicht mehr abgeben. Also auch alles ganz entspannt. Alle einsammeln, wenn man Zeit hat. Das ist eher so für einen 1, 2 oder 3 Maskenrun, da kann man das doch ganz gut machen. Wenn man aber einen 5 Maskenrun macht, ist man schon voll beschäftigt, wirklich das zu schaffen. So, bei den beiden gibt es auch eine kleine Besonderheit. Die haben 2 Fähigkeiten, eher lästig als das ultra gefährlich. Das sind zum einen einmal diese entsetzlicher Schrei und Geistbrechen. Geistbrechen macht Schaden. Entsetzlicher Schrei lässt euch weglaufen, im Grunde genommen. Das ist natürlich blöd, das wollen wir nicht. Da wir jetzt alle Bosse gemacht haben, also alle 4 Flügel einmal durchgelaufen sind, hat Thrall hier 2 Lehreneber, auch hier wieder First Target. Und Thralls Fähigkeit, diesen Bodenschlag zu machen, ist verstärkt worden. Ihr müsst, wenn ihr aus eurem Körper gerissen werdet, zu eurem Geist hinlaufen und ihr habt diese Flächen, die auf dem Boden auftauchen, entweder einmal in der Mitte oder einmal am Rand, da muss man auch rauslaufen. Wenn man hier reinläuft jetzt an der Stelle, falls ihr selber noch nicht so, also so den Umhang sehr hoch habt, macht es ganz einfach. Ihr hebt euch eine Wiederherstellungskugel auf und packt die dahin und startet den Kampf. Dann könnt ihr da drinnen stehen bleiben. Ich mache jetzt erstmal die Schweine, weil ich Nahkämpfer bin, ist ein bisschen kritischer. Wenn man die Schweine wegmacht, dann hat man es bedeutend leichter. Also die solltet ihr direkt als erstes töten. So, wir stellen uns hier rein, rennen da raus. Ihr könnt es mit im Kampf benutzen, quasi, dass ihr da noch zusätzlich geistige Gesundheit aufgeladen bekommt. Also auch das ist wunderbar. Genau, jetzt haben wir hier auch den Schrei der Leere. Der macht natürlich, wenn wir das Schild jetzt nicht wegkriegen, macht er ein bisschen geistige Gesundheit. Und ihr werdet betäubt, wenn ihr in geschändeter Boden drinne stehen bleibt. Ungünstig, das sollte man vermeiden. So, da muss ich jetzt auch raus. Hoffnungslosigkeit, wie vorhin angesprochen. Jetzt werde ich aus meinem Körper rausgerissen. Da macht er wieder seinen Schlag. Und dann hauen wir ihn jetzt mal eben um. Also auch relativ entspannt alles, das geht. Mit gar keinen Masken, wenn man weiß, in welchem Weg man läuft und wie man das schaffen kann. Wenn man das jetzt geschafft hat, dann wird man von Mutter wieder raus teleportiert. Zusätzlich dazu ist es so, ihr habt jetzt diese Kisten. In der Mitte ist eine Belohnung drin. Bei mir wird jetzt nichts drin sein, weil ich das diese Woche schon einmal gemacht habe. Und ihr erhaltet Andenken sowie für Echos aus Nyarlotha für Essenzen, damit ihr euch Rang 3 Essenzen kaufen könnt, wenn eure Twinks die bereits besitzen. Und dann habt ihr so eine Vision fertig gekriegt. Gut, ich habe doch einen gekriegt, coole Sache. Aber allerdings bringt mir 445 jetzt inzwischen schon nichts mehr. Das bietet sich an, diese Visionen zu machen, weil ihr dadurch im Grunde genommen einmal pro Woche euch ein bisschen equippen könnt. Wenn ihr wisst, ihr schafft eine Vierer-Vision, dann könnt ihr mit, und ihr habt 3 Gefäße, dann könnt ihr mit einer 2er anfangen, dann kriegt ihr auf jeden Fall euren Kern, das ist auch really, relativ easy entspannt, dann macht ihr eine 3er und dann macht ihr einen 4er Full Run. Das heißt, ihr kriegt bei der 2er kriegt ihr Beute, bei der 3er kriegt ihr die nächsthöhere Beutestufe und bei einer 4er kriegt ihr wieder die nächsthöhere Beutestufe. Das heißt, ihr könnt einen 465er Teil kriegen, einen 460er und einen 455er Teil.
Wenn ihr allerdings dazu ist natürlich zu empfehlen, mit Maskenruns zu beginnen, wenn man tatsächlich den Umhang schon einmal ein bisschen hochgepeitscht hat. Man könnte es auch vorher machen, aber dann man übt das. Man kriegt das im Laufe der Zeit immer neu dazu und dann hat man das geschafft. Ja, wenn man dann fertig ist, ganz einfach Vision verlassen, zur Herzkammer zurückkehren und dann easy as that. Rennen wir da schreiend einmal raus, das kreische Kätzchen, und dann haben wir das auch schon geschafft. Also ganz, ganz, ganz einfach im Grunde genommen. Für alle, die nicht genau wissen, wie sie skillen sollen, straight runter. Also ihr geht von der Kugelbetriebsanleitung über singuläre Säuberungskunde, die Notfallschäde, Defibrillation. Das habe ich jetzt nicht verwenden müssen, weil ich nicht gestorben bin oder weil ich nicht null geistige Gesundheit erreicht habe, aber es ist ein Freitod im Grunde genommen. Entweder ein Freitod oder ein geistige Gesundheitserneuerung. Ja, dann kriegt ihr 500 geistige Gesundheit, ist eine schöne Sache. Passt perfekt. Klare Sicht, Eliteauslöschung, 200 hier geistige Gesundheit wiederherstellen, kann man taktisch einsetzen, wenn man jetzt mehrere Sachen pullt und ein bisschen erkunden gehen möchte und sieht, alles klar, wenn ich jetzt den Elite mache und danach den nächsten, der kommt da direkt hinteran, dann kann man da eben schnell mal 400 oder 300 geistige Gesundheit mit einem Cape-Up, wären es dann wieder 400, sich zusätzlich wieder dazu holen. Experimentelle Destabilisierung habe ich zuerst gewählt, einmal komplett voll gemacht, Gabe der Titanen geholt und danach auf Visionsjäger runtergegangen und dann erst Wacher Geist. Wacher Geist ist mehr für die Gruppe zuständig, falls ihr da in der Gruppe reingeht. Aber das hat Vor- und Nachteile. Ob man das in der Gruppe macht oder so, ist immer ein bisschen unterschiedlich, so wie ihr das mögt. Jede Woche wechselt das Ganze auch und im Laufe der Zeit kriegt man einfach die Erfahrung. Ja. Ja, ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn es dir gefallen hat, coole Sache, schreib mal unten einen Kommentar rein, wenn ich etwas hätte besser machen können. Konstruktive Kritik finde ich auch immer cool. Jo. Wenn du allerdings Fragen noch hast und die offen sind, darfst du auch gerne einen Kommentar reinsetzen. Wenn du kein Video mehr verpassen möchtest, ich mache momentan sehr viele Guides, mehr so für Anfänger, aber auch sicherlich wird der ein oder andere alte Veteran da nochmal was dazulernen. Also, Knorke Sache. Wenn so dringende Fragen sind, dass sie dir auf der Zunge brennen und du sie unbedingt loswerden musst, wir haben einen Discord-Server. Link findest du unten in der Videobeschreibung. Ebenfalls Dienstag, Donnerstag, Samstag ab 20 Uhr World of Warcraft live auf Twitch TV, auf Visarius. Ganz einfach unten auch in die Videobeschreibung reingucken. Da ist ebenfalls der Link vorhanden. So, danke fürs Anschauen des Videos. Hammer coole Sache. Knorke, Visarius, Ende.